Das sind zwei. So. Jetzt. Nimmst du das? Für immer. Ja. Bis. Noch drei. So. Die Teile. Ah. Jetzt wird es ja allmählich ein bisschen leichter. Ja. Jetzt siehst du mal, was eine Hausfrau alles zu leisten hat. Du, wenn du nicht da bist, erledige ich das alles ganz allein. Und habe niemanden, bei dem ich mich über das Gewicht von einem kleinen Tablar beklagen kann. Wie machst du das? Das Tablar halten und gleichzeitig den Tisch decken? Du, das ist ganz einfach. Ich stelle das Tablar ab. Na, das hättest du mir aber auch schon früher sagen können, oder? Ja, wo soll ich denn hinstellen? Du, also jetzt die paar Sekunden wirst du schon noch aushalten. Ich bin doch sowieso gleich fertig. Jedenfalls sehe ich, dass es Zeit wird, dass du hier in Wien Schluss machst und heimkommst in die Schweiz. Ja, damit ich die gleiche Arbeit dort im Haus deiner Eltern mache, gell? Ja, das Haus meiner Eltern ist doch unser Haus. Ja, ja, das schon, aber du, dort hätte ich viel mehr Personen zu bedienen. Hier habe ich nur meinen Herrn Doktor und dazu noch meinen Lohn. Ja, aber immerhin hast du daheim doch mich. Und zwar 3 Wochen im Monat statt nur in einer. Und du bist Hausfrau, nicht Haushälterin. Oh, du, deine Eltern sind noch sehr aktiv. Bevor die sich nicht endgültig in ihr Chalet im Tessin zurückgezogen haben, sehe ich keine Chance darin, dort die Hausfrau zu spielen. Und wie so viele andere Schwiegermütter ist auch deine Mama nicht sehr glücklich mit der Wahl ihres Sohnes. Ihr werdet euch schon aneinander gewöhnen, die Mama und du. Ja, sicher. Wenn sie sicher im Tessin ist und dort auch sicher bleibt. Nach der nächsten Sommersaison. Das ist fix abgemacht. Ja, aber was warten wir hier noch? Du, die Blumen müssen wir noch unterbringen. Alle? Ja, alle. Hol sie mir bitte. So wie sie sind. Sie liegen noch in der Badewanne. Ja, so wie sie sind. Du, und vergiss nicht, die 4 Vasen, die stehen in der Küche. Sorte Mamaiti. Hallo, hier bei Dr. Hollmann. Du ja. Und dein Geschirrtuch zum Abtrocknen. Ich ja. Ah, Sie sind, Herr Doktor. Nein, ich habe nichts ausgeschüttet. Nein, ich will auch nicht mich abtrocknen, sondern die Blumen. Warum ich die? Ja, weil sie nass sind. Sie kommen doch aus der Badewanne. Ja, damit sie schön frisch bleiben. Es muss doch alles picobello sein für Ihren Besuch heute. Und ich bemühe mich um ein würdiges Arrangement. Nein, bis jetzt ist noch niemand gekommen. Ja, gut. Ich werde es den Herrschaften ausrichten. Und soll ich gleich servieren? Ich meine, das, was Sie eine Jause und ich ein Zvieri nennen, oder nur Drinks? Ah, bon, ça va bien. Gut, und wann? Wann kommt die nächste Maschine? Jesus Gott, ich hoffe, ich kann meine Herrschaften so lange vertrösten. Ja, gut, bis später, Herr Doktor. Ja, und wohin mit dem Zug? Komm, da, auf die Bahn. Aha, und dann? Du, dann sortieren wir die Blumen nach Länge und nach Farbe. Ja. Brav machst du das, Bärli. Gut. Ja, du holst die Spritzkanne, ich arrangiere die Blumen und du bringst sie auf ihre Plätze. Und die sind? Das Klavier da drinnen, der Tisch, hier der Tisch und die Bar. Aha. Wen erwartet denn eigentlich den Herr Doktor? Oder soll das weiterhin ein Geheimnis für mich bleiben? Hä? Wir erwarten eigentlich hauptsächlich eine Dame. Was? Und wenn du Glück hast, dann entführt sie meinen Herrn Doktor noch heute oder spätestens sehr bald in den Schwarzwald. Das nenne ich eine sympathische Dame. Ja. Ich auch. Komm. Werden Sie denn noch braun, Frau Sokol? Ja, nicht, das kann man beim Gulasch nie genauso. Was? Wieso Gulasch? Ich habe Sie doch gebeten, einen Stroganoff zu machen. Ja, allerdings steht ja Weihnachten vor der Tür. Ja, und was hat das Stroganoff für morgen mit Weihnachten zu tun? Weihnachten haben wir in 3 Wochen. Ja, aber man kann nie früh genug mit dem Sparen anfangen, hat der Herr Sektionschef gesagt. Er hat gesagt, weil es ist in den Geschäften immer alles teurer als sonst. Und man muss die Geschäftszeit ein bisschen knapp halten, hat er gesagt. Und umso mehr kann man dann zum Christkind aufhören, hat er gesagt. Alle freuen sich und das Budget kommt nicht in Unordnung. Nicht? Er steckt also seine Nase auch in Ihre Angelegenheiten. Na ja, gut, er hat mir so in seiner schlichten, dezenten Art hat er mir gesagt, ich soll für morgen ein Gulasch machen. Naja, also schön, ich kann ja nichts gegen ein Gulasch sagen, was so gut riecht, aber ich möchte Sie bitten, das nächste Mal mit mir zu sprechen. Ja, Nase in einen Kochtopf kann ich eh nicht brauchen, höchstens zu Silvester einen Schweinsrüssel, aber das ist ganz was anderes, nicht?
Herrgott, wo bleibt er denn nur, der Franz? Ich muss wirklich mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Der ist ja schließlich kein Jüngling mehr. Ja. Immer noch ein Geschäft und noch ein Geschäftel und noch ein Geschäftel und noch ein Geschäftel. Dabei heißt der gar nicht Huber. Wieso? Wie kommen Sie auf Huber? Wieso komme ich auf Huber? Weil zwischen Geschäftel und Huber, da ist so, wie man so sagt, ein Komplex. Ja, man könnte auch sagen, ein Konnex. Oder, bitte. Sie, ich mache mir nämlich wirklich Sorgen um meinen Mann. Schauen Sie, wenn jetzt diese Konditorei eröffnet wird, ich meine, was wird sein? Er wird jeden Nachmittag da unten sitzen, wird Buch führen und Mehlspeis in sich hineinstopfen. Mhm. Mehlspeis und Gulasch, ja. Genau die richtige Diät für meinen Mann. Ja, aber bitte, an dem Gulasch bin ich unschuldig. Aber ja, ich weiß schon. Ich bin ja auch gar nicht so, mein Gott. Ich gönne ihm ja seine Hobbys. Ja. Zum Beispiel, dass er in letzter Zeit gar so viel herumflirtet, um nur von einem Hobby zu reden. Ja, das ist ja eh harmlos, ne Frau. Ja, ja, das weiß ich schon. Aber trotzdem, Man ja. muss ihm halt diese Kleinigkeiten lassen. Er hat ja auch seine netten Seiten. Er hat auch seine netten Seiten, ja, sollten ja, Sie nicht stimmt. zum Wohlmann hinunter, Knefra? Na ja, schon längst. Ja, wissen Sie, was ich glaube? Die werden heute alle in den Fenstern liegen, im ganzen Haus, damit Sie diese Damen aus dem Schwarzwald sehen. Wissen Sie, es ist... Ja, es wäre aber wirklich schade, wenn der Hohlmann also aus unserem Haus emigrieren würde. Naja, das wird er ganz bestimmt so schnell nicht tun. Sieh, das ist jetzt mein Mann, jetzt hat er wieder seine Schlüssel vergessen. Ich lasse ihn gar nicht rein, ich gehe gleich mit ihm zum Heuer. So machen wir's. Ja, so, ich wollte mich nur endgültig verabschieden Herr im Weber, Haus. Ja, grüß Gott, aber Sie werden uns doch nicht für immer untreu werden. Wir werden immer was von Ihnen brauchen, mein Lieber. Na ja, mit den Turten und mit den Faschingskropfen wird man schwerer Wasserleitung reparieren können. Nicht? Aber der Herr Weber, ich war ja blöd. Ich habe mich einlegen lassen. Schauen Sie, irgendwann geht jeder Mensch einmal in den Ruhestand. Seien Sie doch froh, dass Sie Ihren Lebensabend so wunderbar genießen können. Lebensabend? Ja. Genießen? Ja. In mein Landhäusl. Da ist im Winter so kalt, dass man die Bahnen scheppern. Oh, und der Brunnen eingefriert. Ja. Und wenn es ein bisschen mehr schneit, muss ich mich rausschaffen ins Dorf runter, zum Kreisler. Sonst müsst ihr ja verhungern. Aber im Frühjahr, da blären schon die Vögel um 4 in der Früh. Also wir bedauern ja auch sehr den Verkauf, aber ich muss Sie daran erinnern, Sie haben ganz schön Geld dafür bekommen, Herr Weberger. Das war ein Judaslohn. Und ich weiß auch, woher das Geld kommt. Nicht wahr, Frau Sokol? Schauen Sie, Herr Weberger, dass im Winter kalt ist und im Frühling die Vöglein brüllen, das hätten Sie noch ja vorher überlegen können, ne? Hätte, das weiß ich auch. Aber wer kann denn widerstehen, wenn ein paar Blaue winken? Aha, da gibt's andere Leute, die das auch nicht kennen. So, ja. Also wir werden Ihnen was sagen. Vielleicht hilft Ihnen der Nussen, Frau Sokol, nicht Ihren Kummer zu vergessen. Ja. Ich muss mich nämlich entschuldigen, ich muss leider hinunter. Natürlich, auf Wiedersehen und alles Christian, Gute. Christian, danke schön. Danke schön, danke. Also kommen Sie halt in die Gruppe. Das ist eine Dame. Ja. Eine feine Dame. Ja, bitteschön. Hut auf. Ja, aber Sie, Frau Sokol, Sie sind mein Stern. Seit wann? Und, das wissen Sie doch eh. Sitzen Sie. Und jetzt her mit Schnaps. Gut. Und mit einem Messer. Das ist ein Herrn, ein Schnaps lasse ich mir einreden, aber zu was wollen Sie denn ein Messer? Ja, mit einem Messer kann man allerhand machen. Na, gehen Sie. Zum Beispiel aufschlitzen. Sand zu holen. Nein, ich meine ja einen Brief. Oder man könnte auch sehr sanft aufschneiden. Na, zum Beispiel einen Gugelhupf. Das ist des Pudels Kern, da schneiden Sie auf. So. Leider, Frau Doktor, aber der Herr Doktor ist noch am Flugplatz. Ja, aber die Dame soll doch einfach herkommen, nicht? Moment bitte. Der Botschafter muss doch jeden Augenblick auftauchen. So viele Maschinen gibt es am Samstag doch gar nicht. Wenn Sie vielleicht herkommen würden. Die Adresse kennen Sie ja sicher. Wo? Aber Ihre Tante. Und wo ist das? Ah ja, das ist ja ganz in der Nähe. Ja, gut, dann auf bald, Frau Doktor. Bitte, Frau Lachit.
Guten Abend. Wow. Grüß Gott, Marianne. Oh, Ernstl, du bist auch allein. So wie ich, gell? Ja. Die Elf ist mit dem Oliver Eislaufen. Und sie hat gesagt, sie ist gar nicht so wild darauf, auf diese Dame hier sie kennenzulernen. Weißt du? Hängt schon wieder der Haussegen schief. Was dürfen wir denn Frau servieren, Frau Lafitte? Einen Sherry? Wie immer? Wie immer. Danke. Was? Machst du das bitte? Ich bin schon dabei. Ja, aber Herr Schweizer, ja? Wie kommen Sie dazu, mich zu bedienen? Ja, ich bin ein Ehemann, Frau Lafitte. Aha. Und als in dieser Sache, als Ehemann, werden Sie wahrscheinlich die Marianne sehr bald entführen. Ha? Und ich hoffe sehr, dass Sie mit bald recht behalten. Ja. Sonst werde ich demnächst noch Wochen im Butler beim Herrn Hollmann. Ach so, danke. Ehrlich gesagt. Sie kümmert sich bis jetzt sehr wenig um mich. Oh. Ja, ja, so geht's uns allen, mein Lieber. No, ernst. Also geh. Okay. Du hast dich wirklich gar nicht zu beklagen. Im Gegenteil. Die Elfe kümmert sich viel zu viel um dich. Ja, sie kümmert sich so viel um dich, dass du ganz ungerecht bist. Tatsächlich. Ja, du weißt gar nicht, was du an mir hast. Ach, geh. Ja. Bitte. Schauen Sie, Herr Bewerker, jammern ist jetzt viel zu spät, ne? Und jetzt links endlich das Messer aus der Hand, das kann man ja nicht mit anschauen. Tun Sie es doch hin, das schaut ja so gefährlich aus. Nein, Schnaps kriegen Sie keinen mehr. Zwei sind genug. Jetzt stellen Sie noch vor, wenn Sie in jeder Wohnung zwei Schnäpse trinken, ne, da kriegen Sie auch volle Viere in Ihren Garten zurück. Also nur keine Angst, Frau Sokol, seit ich mein Geschäft los bin, übe ich ja fleißig. Was üben Sie denn fleißig? Also, bis zu 10 Stampern beherrsche ich sogar den Stechschritt. Aber, tut's. Nehmen Sie Platz oder stechen Sie lieber. Wissen Sie, was tut um in Richtung Tier? Weil das wird wahrscheinlich der Sektionschef sein und der ist mit dem, nicht so. Von dem muss ich mich ja auch noch verabschieden, nicht? Vom Herrn Buchhalter. Sein Cognac Kenio. Der vertragt sich sehr gut mit dem Nussernen. Der ist zart wie mein Gulasch. Aber ja. Einige haben Sie mich und abgeschrieben. Ja, grüß Gott, Fräulein. Was kommen Sie nur herein? Was verschafft mir denn das Vergnügen? Na ja, ich habe gesehen, dass die Frau Sektionschef zum Herrn Hollmann runtergegangen ist. Und da habe ich weiß nicht recht, ob ich mich trauen soll, unten zu stören. Da habe ich mir gedacht, ich frage Sie. Sie wissen doch immer alles. Also alles, Herrn, das ist aber stark übertrieben. Na bitte kommen Sie weiter. Ja. Gut. Da können Sie sich gleich vom Wehwerker verabschieden. Ach so, wieso denn verabschieden? Ach ja, richtig, Sie ziehen ja um. Ja, ja, ich weiche einem Zuckerbäcker. Bald wird es auf der ganzen Welt nur mehr Zuckerbäcker geben. Und noch mehr Zuckerkranke. Bin eigentlich, wer dann die Klosets reparieren will. Ja, jetzt machen Sie einen Kugelhopf und geben Sie Ruhe. Ja. Was haben Sie denn von mir wollen? Was haben Sie mich fragen wollen? Na ja, Sie wissen doch, dass ich dem Herrn Botschafter versprochen habe, dass ich ihm einen Pullover stricke. Und jetzt wäre der Pullover fertig. Aber ich störe halt so ungern. Na ja, wissen Sie, was ich eher glaube? Neugierig sind Sie, stimmt's? Ja, ich bin neugierig. Ja. Aber neugierig? Sie doch auch, natürlich. Oder? Na klar. Neugierig? Auf was? Ich bin überhaupt auf nichts mehr neugierig. Höchstens darauf, ob vielleicht langsam in der Gulasch fertig wird. Ernst, das werden Sie da hoffentlich nicht erwarten wollen. Außerdem, da ist jede Portion genau eingeteilt, weil wir müssen sparen, Herr Weber. Ja, sparen. Was nutzt mir jetzt das ganze Geld von dem Zuckerbäcker? Er sitzt in meiner Werkstatt und in meiner Hütte. Ohne Wasser, nur mit den Vogeln. So hätte eben jeder seine Probleme. Ja, also ich glaube, das nächstliegende Problem ist, was machen wir eigentlich? So. Na ja, also bleiben wir da oder gehen wir weg? Na, der Hans ist nicht da, der Hausherr. Dann der Besuch, den er uns vorstellen wollte, der ist auch nicht da. Wir können doch nicht einfach an der Hausbar sitzen und uns immer selber weiter bedienen. Das ist ja unmöglich. Sie schon, Frau Lafitte. Und der Herr Ernst auch, selbstverständlich. Mein Herr Doktor würde mir das nie verzeihen, wenn ich Sie gehen ließe. Aber du, Urs, du kannst dich doch nicht einfach zu den geladenen Gästen setzen und mittrinken. Ich habe mir erlaubt, Ihren Mann zu bitten, mit uns zu trinken. Ja. Ach so? Er hat nämlich, ja, er hat mit meinem Sohn so Eheprobleme zu besprechen.
Aber, also über die Eheprobleme vom Herrn Ernst weiß ich natürlich nicht Bescheid. Aber du, Berli, du hast doch keine solchen, oder? Oh, kleine Marianne, ganz kleine. Aber ich habe ein Riesenproblem. Diese Kaviardösli sind so schwer aufzumachen. Du, erledigst du das für mich in der Küche, hä? Sicher. Ja, und dann nimmst du Eiswürfel aus dem Frischidee und stellst diese ausländischen Fischeier kalt, hä? Du, aber ganz vorsichtig, damit kein Körnchen verloren geht. Du, pass auf die Kaffeemaschine auf, ja? Ich müsste mich bald um meine Reisegesellschaft kümmern. Aber du, die sitzen doch warm in ihrem Hotelzimmer. Oder der Fahrer fährt mit ihnen zum Heurigen. Also das ist bestimmt kein Malheur. Pünktlichkeit ist die absolute Pflicht eines Reiseleiters. Pünktlichkeit mir gegenüber auch, Berli. Also bitte geh schon. Aber jetzt zuerst in die Küche, ja? Ja, du, und den Wodka, den brauchst du nicht zu probieren. Die Temperatur stimmt. Eine Viertelstunde habe ich noch. Also, grüezi inzwischen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Schweizer. Sie sind ein bisschen streng mit Ihrem Mann, Marianne. Ja, das finde ich auch. Also, wenn Sie mir erlauben, sehr liebevoll behandeln Sie ihn nicht. Ach, also, die Ansichten darüber, was liebevoll ist und was nicht, die differieren anscheinend. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, Frau Lafitte, mein Herr Doktor macht mir in puncto liebevoll Sorgen. Kaviar hat es bei uns schon so lange nicht mehr gegeben. Ja. Er scheint mir überhaupt etwas durcheinander zu sein. Ja. Er hat mir zwar aufgetragen, die Herrschaften zu vertrösten, falls er sich verspäten sollte, aber ich frage mich, warum er überhaupt auf den Flugplatz gefahren ist, wo die Dame längst bei ihrer Tante ist. Ja. Wie, die ist bei ihrer Tante? Ja, ganz in der Nähe, in der Pötzleinsdorfer Straße. Aber nein, das hat er ja nie erwähnt, dass die Frau Doktor eine Tante in Wien hat. Nein, das hat er nicht gesagt, aber vielleicht weiß er gar nichts davon. Aber er hat sie doch besucht. Die Tante? Wann? Nicht die Tante, die Dame. Ach so. Er war doch volle 14 Tage bei ihr im Schwarzwald. Und es scheint ihm dort sehr gut gefallen zu haben. Es oder sie. Hat er Ihnen das gesagt? Nein, aber der Kaviar macht mich stutzig. Naja, also ich muss ehrlich sagen, mich auch. Ja, ja, die Männer. Seltsame Geschöpfe, die Herren der Schöpfung. Ja, seltsam. So, Frau Sokol. Was ist denn los? Einen Besuch haben wir hier. Ja. Das ist ein Stummerl, unser Besuch. Ja, na ja, der tut sich in den Kuchen hineinmampfen. Glaubst du nicht, was, Sokol? Ja, und den Schnaps nehme ich aber jetzt weg. Warum? Hör mal nur an. Ja, und weil, sie kriegen auch keinen mehr, weil sie sind schon renitent. Weil die Frau Fuchs kriegt den zweiten Teil vom Herrn Janik. Nein, ich meine ja vom Herrn Janik sein Kuhklub. Ja. Und ich krieg noch eine Nusse dann. Aber plötzlich, sonst müsste ich rabiat werden. Nein. Sie, Moment, Herr Weber. In meiner Küche werden Sie nicht rabiat werden, nicht wahr? Und außerdem längst das Messer weg, nicht? Vielleicht wollen Sie mir noch mein Messer vor der Nase rumfuchteln, nicht wahr? Es ist unglaublich, sowas, nicht wahr? Na, mir scheint, Sie haben ein bisschen zu tief ins Glaserl geschaut, was? Ich bin so unglücklich, Herr Buchhalter. Wer ist denn Ihr Buchhalter? Na, nicht meiner. Dem Janik seiner. Die ganze Welt hat mich verlassen. Ja, seien Sie nicht böse, Herr Sektionschef. Er tut sich nämlich verabschieden und bei seinen Abschiedsvisiten tut er in jeder Wohnung das auf, dass er von Wohnung zu Wohnung durch, weil auf einmal tut es ihm wieder, um sein Geschäft zu leiten. Nur nicht kek werden, sein Zuckerbäcker-Kompagnon. Sie Komplize. Ein Kompagnon-Komplize sind Sie. Ich gehe schon, Herr Chef, ich gehe schon. Aber ich komme wieder. Und zwar sehr bald. Erst gehe ich noch zum Ebinger, der nehme ich einen super Schlickwitz. Und der ist nebenbei noch ein Mensch. Jawohl, der ist ein Mensch. Gut. Dem repariere ich sein Klo. Aber Ihnen das nicht, Frau Fuchs. Weil Sie gehören zur Janik-Partei. Und Ihnen, Häusl, respektive Klo. Ihnen repariere. Sie wissen nicht, was ich meine. Ja. Überhaupt nie. Sie, Buchhalter. Oh, yes. Mein Gott. Na, Moment. Ja. Geradeaus geht's. Ja.
Na, habe ich dir. Sagen Sie mal, wieso komme ich dazu, mich hier in meiner eigenen Küche von dem Kerl anflegeln zu lassen? Ja, er ist halt unglücklich wegen dem Janne. Ja, kommen Sie, Herr Sektionschef, darf ich um Ihren Mantel bitten? Darf ich Sie ausziehen? Kommen Sie heraus. Ja, bitte. Weil Sie sollten nämlich längst unten beim Holmann sein. Die Knefrau ist schon sehr grandig, weil Sie so ein geschäftiger Mensch sind, hat sie gesagt. Ja, so. Die Knefrau ist grantig. Ich hätte erst Grund, grantig zu sein. Die ganze Woche höre ich immer nur, ja, diese Frau Dr. Weller, und wie wird denn die Frau Dr. Weller sein? Der Hans war ja eh bei ihr im Schwarzwald. Wie kann das Wort Schwarzwald schon immer mehr hören? Ja. Und in der Klinik, also dieser fesche Oberarzt. Nein, darf ich ein bisschen frisieren, Tanzin? Na, Moment, Frau Sockel, danke Ihnen vielmals, aber ich meine, ich werde noch schön genug sein für die Dame. Warte, habe ich schon gern, wenn einer dem Hans so nachrennt. Naja. Aber bitte, also eines muss ich ja zugeben, natürlich durch diese ewige, ich bin schön langsamer, so bin ich auch neugierig, wie es ausschaut. Ja, ich auch. Ja. Und ich möchte so gern mit Ihnen hinuntergehen, wenn es Ihnen recht ist. Ich habe nämlich da einen Pullover für den Herrn Doktor. Ach, liebes Feinfuchs, es handelt sich hier nicht darum, ob es mir recht ist oder nicht recht, sondern nur darum, ob Sie so wie ich da unten eingeladen sind. Naja, also eigentlich nicht. Aha, naja, da sehe ich dann ein bisschen schwarz, aber bitteschön, das ist Ihr Problem. So, und Frau Sockel und Sie passen mir dabei aufs Telefon auf. Jawohl. Auf Wiederschauen, meine Damen. Wiederschauen, Herr Sektionschef. Ich habe bis jetzt auch immer geglaubt, dass die Schwiegermütterwitze echt dumm sind. Aber jetzt? Die Mama vom Urs ist ein richtiger Drache. Nur gemildert durch ihren Berner Dialekt. Also. Und wodurch werde ich gemildert? Ich bin auch eine Schwiegermutter. Naja, das schon. Aber die Elfi liebt dich. Oh, excuse, Madame Lafitte, das war jetzt wohl eine kleine Entgleisung. Entschuldigung, Meidli. Der Kaviar ist kalt gestellt, der Kaffee ist warm gestellt und meine Viertelstunde ist in 7 Minuten um. Das ist sehr brav. Du, und jetzt hast du noch die Zeit, die Tür zu öffnen. Allez, mon cher Ursli. Verehrte Mamaitli. Nein, ich möchte mich noch in aller Form noch einmal entschuldigen. Wirklich, ich war ausschließlich auf die Mama Schweizer abgezielt. Aber ja, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Außerdem, bei uns gibt es ganz klare Fronten. Ich liebe meine Schwiegertochter und sie liebt mich. Und ernsthaft? Mhm. Ich wäre sehr traurig, wenn du das vergessen würdest. Ja, aber wie sollte ich denn? Niemals. Also, wo ist die geheimnisvolle? Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wo ist die geheimnisvolle Dame? Endlich. Aha. Mich sehe nicht da. Wie? Und wo ist der Hans? Mich nochmals sehe auch nicht da. Und wo ist der Elfi? Frisch nicht da. Mhm. Wozu habe ich mich dann beeilt? Viele Fragen, ich habe eine Antwort, setz dich. Willst du einen kleinen Cognac? Nein, will keinen kleinen Cognac, will einen großen Kaffee. Ach so? Und ein noch größeres Stück Torte. Natürlich. Denn ich bin ja fest davon überzeugt, dass in Anbetracht der Dame, die nicht da ist, doch Entsprechendes vorbereitet wurde. Und wie ich den Hans kenne, der auch nicht da ist, so hätte er ja sicher nichts dagegen, wenn die Marianne uns trotz seiner Abwesenheit zur Jausenzeit ein Jausen serviert. Ja, aber natürlich, du Urs, bringst den Kaffee und die Torte. Passierte Mama, Eidli. Später gibt's dann, wenn es recht ist, Kaviar und wie es sich gehört, dazu Wodka. Ja, hör ich recht? Es gibt Kaviar? Wieso gibt's denn heute Kaviar? Du hast recht. Es ist nur schade, dass die Elfi nicht da ist, denn die liebt Kaviar. Wer nicht? Wer nicht? Urs! Du war la porte! Mama, wenn das jetzt die Dame aus dem Schwarzwald ist, was mache ich dann mit ihr? Noch hereinlassen, denke ich. Ja, das ist also. Der erwartete Besuch für den Herrn Hollmann. Darf ich bitten, Frau Doktor? Guten Abend. Guten Abend. Die Exzellenz und ich haben uns anscheinend leider verfehlt. Ich nehme an, Sie sind seine Freunde, von denen er mir so viel erzählt hat. Frau Lafitte? Ja? Genau, guten Abend. Guten Abend. Und Sie sind der Sektionschef? Bin ich. Christian. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Sie, Moment, Sie müssen der Ernstl sein? Richtig. Ja? Und Sie sind die Psychologin, was allerdings nicht schwer zu erraten ist. Christian. Frau Marianne, der gute Geist des Hauses. Das bin ich und das hoffe ich auch noch eine Weile zu bleiben. Guten Tag. Guten Tag. Und jetzt, jetzt versage ich leider. Ich habe nicht gewusst, dass die Exzellenz auch einen Butler hat. Ich bin nur der angetraute Gehilfe des guten Geistes.
Darf ich Ihnen trotzdem den Mantel abnehmen? Nein, 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 nein. Entschuldigen Sie, also das werde ich schon nicht erleben. Bitte sehr. Gut, du Urs, ja? Urs, deine Zeit ist abgelaufen. Moment, deine Zeit ist abgelaufen, ich muss schon irgendwo gehört haben. Ah, ja, ich weiß schon, das sagt doch der Tell zu dem bösen Landvogt Gessler. Doch, Gast, kriegen Sie Platz. Wir haben uns gerade entschlossen, mit der Jause anzufangen. Dankeschön. Ja, Moment, Tina, du sagst das so einfach vor dich hin. Jause, ich bin ja gar nicht so sicher, ob die Frau Doktor das auch Jause nennt, was wir Jause nennen. Ja, wir sagen Jause, Vespa, Afternoon Tea, je nachdem. Bei der Exzellenz werden wir allerdings Jause sagen. Ah, ja. Also, merkwürdig. Sie sagen immer Exzellenz. Ja? Ja, ich weiß, das hört er nicht gern, aber es gehört zu unseren Prinzipien, alle unsere Gäste mit ihren Titeln anzusprechen. Und warum, wenn ich fragen darf? Ja, die alten Herrschaften, die haben das gern, wenn man sie mit ihren Titeln aus ihrer noch aktiven Zeit anspricht. Ja, ja, sind eine gute Psychologin, die haben das wirklich gern. Ja, schließlich und endlich, gegen die Titel sind ja immer nur die, die noch keine Titel haben. Ja, ja, genau. Möchten Sie vielleicht einen Aperitif vor der Jause, Frau Doktor? Bitte. Oh nein, danke, wir wollten ein Aperitif in der Oper nehmen, direkt vor der Vorstellung. Gut, dann Tee oder Kaffee? Tee, bitte. Ah. Gut, die anderen Herrschaften nehmen Kaffee, da brauche ich gar nicht erst zu fragen. Oh nein, bitte, da möchte ich keine Umstände machen. Das ist doch eine Kleinigkeit. Urs, übernimmst du das bitte? Gute Mameitli. Hallo, hier bei Dr. Hollmann. Ah, Sie sind der Doktor. Ja, die Dame ist bereits eingetroffen. Einen Moment bitte, Frau Doktor, für Sie. Ja. Die Exzellenz. Oh. Mein lieber Freund, wir haben uns verfehlt. Was? Sie sind am Flugplatz. Aber ich habe Sie doch gebeten, mich nicht abzuholen, weil ich nicht wusste, welche Maschine ich erwische. Nein, nicht ganz, nein. Meiner Tante geht es nicht sehr gut und deswegen bin ich schon gestern Abend in den Schlafwagen in Baden-Baden gestiegen, um heute etwas länger bei ihr sein zu können. Ja, sagen Sie mal, wie lange brauchen Sie vom Flugplatz in die Untersteiner Gasse? Ja? Naja, also... Da sehe ich kaum eine Möglichkeit, wirklich. Sie haben es ja leicht, Sie gehen mit dem Pullover hinunter, aber was mache ich? Naja, also ich erzähle Ihnen alles haargenau. Ah, das ist nicht dasselbe, sagen muss ich die. Nein, Sie machen das so, Sie gehen hinunter, sagen Ihr Sprüchel auf und dann sagen Sie plötzlich, Jesus, jetzt habe ich doch den Pullover oben bei der Frau Sogol gelassen. Na ja, man wird halt älter und so. Ja. Und dann wird der Herr Hollmann sagen, dann bringen Sie den Pullover halt ein andermal, Frau Fuchs. Auf Wiedersehen. Aber nein, das wird er nicht sagen. Er wird höchstens sagen, ach, dann gehen Sie doch wieder hinauf und holen Sie Ihr Geschenk herunter und trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns. Na ja, also gut, dann gehe ich halt wieder hinauf, aber... Na, wie kommen Sie dann runter? Ja, wie komme ich dann runter? Sag ich da wohl. Na, da müssen Sie halt unten auf gebrechlich spielen und müssen halt sagen, oh Gott, ich kann doch nicht die Stirn auf und da hatschen und so. Nein, also das ist mir viel zu kompliziert. Nein, das mache ich nicht. Da schaue ich lieber durch das Guckloch in meiner Tür und schaue mir die Dame an, wenn es wieder weggeht. Das kann lang dauern, bis die weggeht. Und wer weiß, ob's überhaupt geht. Ach so, glaubst du, dass schon so weit ist? Schauen Sie, diese Schwarzwaldmädeln, das ist das Wort aus, aber Schwarzwaldmädeln, die waren immer schon eine große Konkurrenz für die Wienerinnen. Nicht? Also so geht's auch nicht. Das Guckloch können Sie vergessen. Spielen Sie halt ein bisschen auf gebrechlich, auf zitternd und alt. Nein, sagen Sie, ich kann nicht die ganzen Stirn da runterhatschen und den Lift und dann wieder her. Sie kennen das. Also das mache ich nicht. Sie spielen nicht? Glaubt doch kein Mensch, dass ich alt und gebrechlich bin. Spielen, hab ich doch gesagt, das werden Sie da zusammenbringen. Sie können sich aufs Herz greifen, ein bisschen zittern und können doch sagen, bitte könnt nicht wer die liebe Frau Sokol anrufen, dass die mit dem Sackerl herunterkommt. Alle sind begeistert. Ja, und schon bin ich da. No? Nein, Herr Sektionschef, wir sind durchaus kein Luxusaltersheim. Wir haben nur das Glück, mitten im Wald ein Grundstück zu haben. Ein schlossartiges Zentralgebäude, dann etliche Bungalows für Einzelgänger, eine Pflegestation und vor allem ein sorgfältig ausgebildetes Personal. Ja, das hat der Hans immer schon gerühmt, dieses sorgfältige Personal. Naja, und dann hat er noch darauf hingewiesen, dass ja Straßburg nicht sehr weit ist. Und in Straßburg war im Europaparlament noch eine Reihe alter Freunde und Bekannter.
Und dann hat er sich noch ganz besonders gelobt. Die Schönheit von Baden-Baden. Er hat gesagt, weißt du, dieses Baden-Baden, das ist halt wirklich ein Weltbad. Mhm. Entschuldigung, die Marianne lässt fragen, ob sie ein paar Kaviarbrötle machen soll, noch bevor der Herr Hollmann kommt. Also wenn man mich fragt, ich bin dafür, dass wir auf den Hans warten. Das ist nicht? Ja, das finde ich auch. Ich kann ihn allerdings kaum erwarten. Weil, ja, vor einer halben Stunde wird er nicht da sein und ich muss mich noch umziehen für die Oper. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie bald gehen müssen. Und da ich mir ein Taxi nehmen muss, um zu meiner Reisegesellschaft zu kommen, darf ich Sie vielleicht gleich zu Ihrer Frau Dante bringen. Ja. Die Marianne hat mir gesagt, dass sie in der Bötzleinsdorfer Straße wohnt, oder? Ja, und unser Heuriger ist sowieso in Neustift. Naja, Moment. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Die Gefahr bringe ich schon zu der Tante hin. Ja, ich habe einen Wagen unten vor der Tür stehen. Nein, dafür bin ich zuständig. Du bist doch gerade erst nach Hause gekommen und sicherlich todmüde. Ne? Wie wär's mit einem Geleitzug? Bitte, die Frau Fuchs wäre da. Die Frau Fuchs wäre da? Also doch. Ja. Und warum sagt sie denn, dass sie da ist? Meinen Herrn Doktor will sie unbedingt sprechen, aber ich glaube, sie hat gehört, dass es heute Kaviarbrötchen gibt. Nein, bitte. Ich will nur dem Herrn Botschafter den Pullover bringen, den ich ihm versprochen habe. Aber ich habe ihm doch gesagt, dass er nicht da ist. Mein Mann will sowieso gerade gehen, er kann sie wieder mit hinausnehmen, ja? Aber das ist doch gut, dass er nicht da ist. Dann kann der Herr Ernst vielleicht so freundlich sein und den Pullover wieder probieren. Ja? Oh Gott, Jesus. Was ist denn? Jetzt habe ich den Pullover umvergessen. Man wird nicht mehr jünger. Jetzt ist aber wirklich Zeit für dich. Komm, jetzt musst du gehen. Jetzt ist es also schon fast gut. Zu spät. Adieu, aller Sitz. Adieu. Und wenn wir im nächsten Sommer noch mal unsere große Bädertour machen, schauen wir bestimmt bei Ihnen vorbei, Frau Doktor. Gut. Wird sie wohl. Komm. Ich muss dir noch was sagen. Na ja, jetzt geht der Engel durchs Zimmer. Ja. Und dieser Engel, der hat mir da eine gute Idee gegeben. Wie wär's denn, fein Fuchs, wenn Sie vielleicht nächster Tage einmal mit dem Pullover vorbeischauen und ihn dann beim Dr. Hollmann probieren? Aber nein, warum denn so umständlich? Das Fräulein Fuchs geht einfach jetzt hinauf und holt ihr Geschenk herunter. Nein, bitte. Also, wenn ich auch nicht so ausschaue, aber ein bisschen gebrechlich bin ich schon, ja. Und zwei Stock hinauf und dann wieder zwei Stock herunter. Und mein Herz, das ist auch nicht mehr eins von den Jüngsten. Nein. Aber vielleicht könnte man die Frau Sokol, die liebe Frau Sokol, anrufen, dass sie mir den Pullover herunterbringt. Ich habe natürlich keinerlei Recht, mich hier irgendwie einzumischen, aber das wäre vielleicht eine Lösung. Ja? Da lerne ich dann gleich die berühmte Frau Sokol auch kennen. Und naja, wollen wir nicht inzwischen Frau Fuchs auf eine Tasse Kaffee einladen? Sie sind wirklich eine gute Psychologin. Bitte setzen Sie sich, Fräulein Fuchs. Ja, aber bitte, wohin denn? Neben mich, Franz. Also was ist? Ja, was steh auf, du musst telefonieren. Aha, ja, bitte zu Diensten, liebe Hilla. So, Sie kommen hierher. Ja, entschuldigen Sie, schon. Sie sind ein bisschen eng. Ich muss mich da so dazwischen wutzen. Wunderbar. Gut, macht sie das hier. Ja. Und der Ernstli ist so lieb und sorgt für ein Gedeck für Franz. Und dann probieren wir den Pullover, ja? Damit ich weiß, ob er auch wirklich passt. Mit Vergnügen, liebes Fräulein Fuchs. Mit Vergnügen. Das finde ich reizend von Ihnen, Herr Ernst. Ich finde es reizend, dass Sie es reizend finden. Ja, Frau Sokol, na endlich, das hat wieder gedauert. Ja, bitteschön, bringen Sie doch dieses Packerl, das das Fräulein Fuchs, ganz zufällig, natürlich unbeabsichtigt, bei Ihnen vergessen hat, herunter. Ja, sie kann nicht selber hinaufkommen, weil sie hat ja gerade selber hier so furchtbar geklagt, dass sie nicht mehr die Jüngste ist und dass es mit Herzen hat und so, nicht wahr? Lassen Sie. Sie kommen. Ja, sie fliegen. Das haben wir gedacht. Ja, danke schön. Sie fliegt, ja, weil es eine neugierige Wachtel ist. Hör auf, Franz, du hast gehört. Die Frau Doktor möchte gerne die Frau Sokol kennenlernen. Ja, wirklich. Ich möchte alle Leute kennenlernen, von denen mir Exzellenz erzählt hat. Besonders ihre Frau und ihren Adoptivsohn. Ich finde es großartig von Ihnen, dass Sie sich um diesen kleinen, armen Kerl so annehmen. Er hat es doch sicher schwer in dieser fremden Umgebung, oder? Nein. Der setzt sich schon durch, aber wie? Ja. Das Handicap ist nur, er ist der Einzige.
Ich meine, von den kleinen Leuten der Einzige hier im Haus und dementsprechend verwöhnt wird er natürlich. Ja, ja, das ist schon so in unseren Breiten. Da gibt es immer weniger Kinder und diese wenigen werden zum Ausgleich dafür umso mehr verwöhnt, um nicht zu sagen verzogen. Ja. Aber Sie sind eher auf alte Leute spezialisiert, nicht? Oder sind Sie auch Kinderpsychologin? Natürlich, man muss sich schon mit den Kindern beschäftigen, um die alt gewordenen Kinder ein bisschen besser zu verstehen. Ja, und man muss sich intensiv mit den alten Leuten beschäftigen, damit man die kleinen Kinder richtig erzieht, gell? Ja, und damit hat man ganz schön zu tun. Ne? Ja, wem sagen Sie das, Frau Doktor? Excusez, aber die Frau Sokol behauptet, dass Sie, Herr Lafitte Senior, Sie angerufen hätten. Ja, das heißt hier angeblich? Nur weil Sie zufällig einmal nicht zugehört haben, wie der Herr Sektionschef mich angerufen hat? Was heißt hier bitte zufällig nicht zugehört? Aber meine Dame, ich habe sehr aufmerksam und mit großer Freude gehört, wie unentbehrlich Sie für beide Haushalte sind, diese betreuen. Sie werden doch nicht aus diesem harmlosen Zoo dieses berühmte I-Tüpferl machen. Ja. Ja, also, Sie sind eine hervorragende Psychologin, Frau Doktor. Aber bevor Sie in Ihrer unendlichen Güte jetzt auch noch die Frau Sokol einladen, hier einen Kaffee zu trinken, würde ich der Frau Sokol vorschlagen, Sie geben das Backerl, das das Fräulein Fuchs vergessen hat, dem Fräulein Fuchs. Und damit ist der Fall erledigt. Und Sie können sich wieder dem Telefon widmen. Aber unserem Telefon. Oh. Bitte sehr, den Kaffee muss ich wirklich innen haben. Auf den bin ich nicht neugierig. Auf wen denn, meine Liebe? Ja, man sollte überhaupt auf was neu. Ja, ja, ich bin sehr neugierig, ob der Pullover dem Herrn Ernst passen wird. Ja. Der Pullover vom Herrn Doktor. Ja, ja, der Herr Ernst ist nur so freundlich und probiert den wieder. Ja, ja, ja. Ich werde wieder als Dressman figurieren. Ja, bitte. Ich habe ja ein Pech. Der Herr Botschafter ist ja nie zu Hause. Aber heute hätte ich geschworen, dass ich ihn erwische. Weil, ja, wenn Sie noch 20 Minuten warten, er wird sich sicher auch für die Oper umziehen wollen. Ja, wird er. Dazu braucht er aber bestimmt keinen Pullover. Aber bitte, tun Sie doch den beiden Damen den Gefallen. Jo. Probieren Sie das Geschenk für die Exzellenz. Er wird den Pullover im Schwarzwald gut gebrauchen können. Ja. Dort sind die Winter wunderschön, aber sehr kalt. Bitte, bitte. Also, Fräulein Fuchs, zu Werk. Und ich... Ich helfe der Fuchs. Ich muss ihr helfen. Ja, ja, der untere war meiner vom Fräulein Fuchs. Ja, ja, Frau Sokol, nur schon langsam mit dir. Glauben Sie wirklich, dass der Hans zu Ihnen in den Schwarzwald kommt? Nein, durchaus nicht. Das ist alles ganz, ganz unverbindlich. Aber jetzt muss ich wirklich gehen, ja? Es war sehr schön, Sie alle wenigstens flüchtig kennenzulernen. Vielleicht wird sich die Exzellenz von Ihnen und von Wien ganz bestimmt nicht trennen. Ja, ja, es tut uns auch leid, dass Sie schon gehen müssen, aber bitte, ich bringe Sie zur Tante. Nein, 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 das mache ich schon. Ich bin gleich soweit. Hans, der zipft doch dahin. Aber, nein, danke. Darf ich mir bitte ein Taxi rufen? Ja, ja, bitte, das mache ich dann schon selber. Hm? Wer gleich einmal mit dem Taxi. Nein, bitte schön, Telefondienst ist meiner. Haben Sie mich doch selber eingeteilt? Ja, das ist auch. Taxi, ja. Bitte werden wir gleich haben. Ein Taxi? Hallo? Ist der Taxi? Ja, grüß Gott. Ja? Ja, bitte kommen Sie in die Untersteiner Gasse. Welche Nummer? Da brauchen Sie keine Hausnummer. Wissen Sie, das ist das Haus, wo unten dieses wunderschöne Kaffeehaus ist. Sie, das ist ein so schönes, ist ganz in der Nähe, ja, in der Nähe von Ihrem Standplatz. Ja, ja, und wenn Sie einmal einen wirklich exzellenten Kaffee trinken wollen, dann kommen Sie einfach dort hinein. Sie, und einen Gugelhupf gibt's und eine Cremeschnitte und Buntstorten. Frau Sokol, ich glaube, jetzt haben Sie schon genügend Reklame gemacht für Ihre Konditorei. Der Kipferl, ja, 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 danke, danke vielmals. Das heißt, Ihre Konditorei, unsere, Herr Buch, Frau Doktor, es tut mir sehr leid, dass unser erstes Zusammentreffen so kurz war. Ja, ich hoffe auf ein Wiedersehen. Ich hoffe auch. Ja, also das hoffen wir natürlicherweise. Sie müssen sehr bald wiederkommen. Ja. Ich meine, nichts gegen den Schwarzwald, aber bei uns ist doch auch sehr Darf ich nur noch sagen, ich hoffe es ebenfalls. Ist der Ich hätte einen fabelhaften Vorschlag. Wissen Sie was, Frau Doktor? Ziehen Sie doch zu uns nach Wien. Zur Tante? Ja. Ja, dann braucht der Hans uns nicht entschwinden in den Schwarzwald. Gut. Wien. Wien ist immer meine Traumstadt gewesen, aber ich fürchte, mein Mann wäre gegen eine Übersiedlung.
Sie sind verheiratet? Ganz sicher? Ja. Sicher, sogar sehr glücklich. Und unser Sohn, der... Was, einen Sohn haben Sie auch? Ja, der ist in der Jugendmannschaft FC Freiburg. Und der, na, der wird uns einen schönen Krach machen, wenn er umgeschult werden müsste. Also, ja, dann... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, bitte entschuldigen Sie, mein Begleit Sie natürlicherweise hinaus. Nachdem der Hauptherr nicht da ist, muss ich Ihnen so heute. Ist denn das die Möglichkeit? Ja, wie kann man sich denn nur so irren? Das liegt doch sicher an uns. Das ist völlig dumm. Wir sind ja vollkommen. Wir haben uns das fest eingebildet, dass das Sohn hat sie auch. Warum so, muss der ja so eine Frau so ein Single sein? Das ist doch ganz blödsinnig. Ja, nicht? Also, ne, ne, schade, seine Ra- Was sagst du, Franz, wie wir reingefallen sind? Ja, ja, wir haben uns ja das fest vorgestellt. Wir, ja, wir haben zu viel Fantasie, glaube ich. Eine Idee fix. Oder ja, ich kuppel zu gern. Auch das. Ja. Ne, was? Aber, ihr habt's aber immer alles ohne Erfolg. Ja, kein sehr Belz, komisch kein aus der Wäsche geschaut, ihr alle. Ach so, aber ja, dich hast du nicht gesehen, nein, gell? Schau. Der Mund war so weit offen. Nein, schau. Das ja hat er nur gespielt. Er wusste schon alles. Ja. Siehst du, mein Sohn. Mein Sohn kennt mich halt. Natürlicherweise habe ich dieser lieben, reizenden Dame die Freude gemacht, ja, dass das für mich eine Überraschung gewesen so, was hast du für perfekt ein Schwindler bist, Franz. Du, Hila, Schwindler ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe mich Zeit meines Lebens bemüht, mich in allen Situationen so gut als möglich aus der Affäre zu ziehen. Mhm. Schau, so lange Tätigkeit im Unterrichtsministerium. Ja, glaubst denn du, dass man in einem Ministerium, kann man ja nicht unentwegt allen Leuten immer das sagen, was immer man nicht sagen möchte. Die Wahrheit kann man schlecht sagen. Schau, nenne es nicht die Wahrheit, nenne es die Grobheit. Ja. So und so viele ja, Menschen, die glauben, dass sie die Wahrheit sagen, sagen in Wirklichkeit nur die Grobheit. Ja gut, aber zurück zur Frau Doktor. Das ja hat ja alles nichts mit der Frau Doktor zu tun und mit dem Hans. Ah, nein? Nein, na, also wenn der zurückkommt, werde ich ihn sagen, er hat uns auf eine falsche Fährte gelockt. Du, der lacht sich sicher jetzt ins Fäustchen und kommt sicher, ist ganz absichtlich so spät gekommen, damit wir ganz viel Alarm einfallen. Was sagt ihr zu dem Pullover für den lieben Hans? Für ja, den wenn Botsch? Ich an den Hans denke, wird mir schwarz vor Augen, dass er den tragen soll. Das ist ein Diplomat. Moment. Das ist der Bewerter. Um Gottes Willen. Ich bin hier eingeladen. Ich muss eine Mitteilung machen. Ich komme ins Buch der Rekorde. Ich habe 30 Stampeln packt. Ah, ja, Hochmühe! Eminenz! Hoheit! Dass ich das noch erleben darf! Dass ich das noch erleben darf! Nehmen Platz, Herr Lehner! Gnädige Frau, kennen wir sich? Ja, wir kennen sich. Ja, freilich. Vielleicht ein Schluckerl Kaffee. Das ist eine gute Idee, aber erst muss ich hier ein Pullover bewundern. Ja, ja, das ist nicht mein Pullover, im Grunde genommen. Können Sie den verkaufen Sie den? Für Sie. Bitte. Ja. Bitte, schenke mir einen Kaffee. Gnädige Frau, schon das Vergnügen gehabt? Ja. Ja, wir haben uns heute schon gesehen. Ja, das ist ein gut. 30 Stampeln habe ich gepackt. Ja, eben, wir haben uns gesehen. 30 Stück. Gratulieren, gratulieren. Ein Stück jetzt schreiben, dass das auch ins Buch der Rekorde kommt. Ja. Ich werde eine Eingabe machen. Kriegt man da was dafür? Nein, ja, gar nichts. Nur die Ehre. Wenn's beim Eibinger den Zwetschgen probiert, war der so gut. 6 Stück. Oh, beim Eibinger allein bin ich ja schon unterwegs. Ich bin ja schon lange. Na ja, das merkt man. Also, Sie schon haben einen ganzen Obstgarten heute zusammengebracht, glaube ich. Sie werden ihn auch brauchen. Das hat doch nicht mein Vater gemacht, darum ist es so gut. Ja, guckt ein schlecht Kaffee, aber er ist ein großartiger Buchhalter. Das ist er, ja. Wieso wissen Sie? Das weiß ich jetzt schon. Wieso wissen Sie das? Also ich glaube, der Sektionschef geht verloren, das ist der Buchhalter. Wer die ganze Welt weiß das? Der Buchhalter vom Dienst. Sie regen sich so auf, dass Sie quasi in den Ruhestand versetzt worden sind. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ich werde das Geld jetzt verprassen. Ich werde das Geld verprassen mit der Frau Sokol. Mit der Frau Sokol? Aber nicht noch von der Janek-Partei. Was unternehmen wir? Ihr Geld ist jetzt auch mein Geld. Das ist mir das Neueste. Da müssen wir aber noch drüber reden. Ohne Ihren Obstgarten. Was ist die Verlobung, die Oberhäusl am Land? Nein.
Was gut ist, den ich mal überlegen. Was uns im Winter so kalt ist, dass ich nur die Bahner schäbe. Richtig. Und früh die Vögel. Richtig, richtig. Für das Angebot. Frau Sokol, Sie müssen selber ein bisschen mehr abbringen. Ich fühle mich. Dankeschön, er sorgt dafür, dass er nach Hause kommt. Ich fühle mich sauwohl. Ja. Ehrlich, das ist schön. Ehrlich. Bei uns kann er nicht übernehmen. Ich meine, jetzt noch ein Striptease. Das ist so der Herr Nebeck, der sich immer wieder nüchtern. Ja, das ist so.